Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blades of Time. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Wir sind hier im Reich der Ätherwächter. Monster mit scharfen Zähnen. Sie scheinen auf die Ätherwächter zu hören. Woher weißt du das? Weg! So, hier mal ein bisschen aufräumen von den Viechern. Hier ist immer langsam genug. Hast es? Meine Güte, sind das kleine, dreckige, nervende Viecher. Können Morlock sein hier. Oh, guck mal. Versteckt unterm Wasserfall. Oh, das finde ich toll. Unterm Wasserfall muss immer irgendwas sein. Ich bin überzeugt, dass nicht die Insel mich einsam gemacht hat, sondern die Macht. Alle Freunde haben sich von mir abgewandt. Sie glauben, ich hätte mich verändert, wäre nicht mehr wie früher. Gewiss, die meisten meiner Freunde sind in den ersten Tagen hier gestorben. Doch die anderen trauen mir einfach nicht mehr. Wenn ich mich so anschaue, kann ich sie sogar verstehen. Schließlich sind sie ja nur gewöhnliche Menschen. Aha. Aha. Das, klingt aber nicht gerade gut. Weil wir sind ja jetzt auch kein gewöhnlicher Mensch mehr. Durch die Fähigkeiten, die uns der Altar gibt. Das haben sie echt schick gemacht, auch wenn das natürlich... Wir haben sogar eine Reflexion, cool. Finde ich echt schick. Schick, schick, schick. Ach, ich mag das. Solche extrem übertriebenen Sachen finde ich auch mal ganz schick. Hallo. Oh, hallo, die Herrschaften. Na, na, na? Hallo. Oh, mein Gott. Feuer. So, mal ein bisschen aufräumen hier. Komm, ich probiere mal die neuen Schwerter hier. Es wird das Smaraglicht. Das ist natürlich ganz cool, aber ich will die auch mal sehen. So, und was haben wir noch? Zurück. Sturmgewehr. Das können wir, das behalten wir einfach mal. Machen wir da drin, okay. Das Outfit ändern. Welche Outfits haben wir denn? Wir haben nur das Basis und ich behalte das. Das ist cool. So. Die sehen auch sehr cool aus. Super futuristisch. Können auch aus Sanctum kommen. Warte mal, ist da hin... Ach nee, wir können es ja kurz da draufstellen. Das ist ja nur aktivieren. Ist ja, glaube ich, kein Halten. Ein echter Palast. Nichts weist auf einen Krieg hin. Und diese Fahnen. Dann hat das Chaos sie also noch nicht erfasst. Hier gibt es keine Anzeichen von Verfall. Nee, das stimmt. Stimmt. Aber wenn das Reich der Ordnung ist... Oder der Ätherwächter... Was ist hier? Ha. Was ist das? Das ist entweder ein Tempel oder ein Kraftwerk. Was? Kraftwerk? Wie kommst du denn jetzt auf Kraftwerk? Verdammt, die ist da oben drinne. Mist. Okay, das ist cool. Was, Alter, das sieht gut aus. Das sieht nach sehr, sehr viel Spaß aus. Ja, häng's mal nicht hier unten fest. Komm ich hier schon einfach so durch? Kann ich hier die Tür einfach öffnen? Hallo. Okay, jetzt verstehe ich, warum du das als Kraftwerk ansiehst. Ja. Ajo. Du erscheinst immer gern zur falschen Zeit am falschen Ort, was? Warum kapiert ihr es denn nicht? Ich will euer Land nicht erobern. Ich habe kein Interesse daran.
Ist ja schön, kann auch gerne dein Land bleiben. Kann gerne dein Land bleiben, mein Freund. Ja, natürlich. Ihr seid mit Chaos durchsetzt. Ah ja, gut zu wissen. Dann. Dann machen wir hier mal die Teile ein bisschen ab, während er hier rumspielt. Und beschäftige ich es mit unserem Ich. Oh, hat es Boom gemacht. Du kommst nicht weg, du brauchst gar nicht abhauen. Wir werden euch Einhalt gebieten. Hier, so geht es am einfachsten. Vernebelt euren Geist. Ich habe das Gefühl, dass die Voice-Spuren ab und an ein bisschen sehr unpassend übereinander gelegt, also nicht genau passen. Ja, die schon wieder. Die sind schon wieder nachgewachsen, oder was da? Ach, nee. Oh, ist er tot. Oh. Leg dich halt nicht mit mir an, mein Freund. Ach, schon wieder abgehauen. Was kommt jetzt? Da oben ist eine Koralle. Das sind Korallen. Ah. Ah. Ich muss Schlösser zerstören, aber ich möchte erstmal hier den... Ist das noch weiter oben? Ach so. Hier muss noch irgendwo ein weiteres Schloss versteckt sein. Er führt zum Dach. Sehen wir uns das mal an. Das sieht ja so aus, als könnte man super viel erkunden. Was hat das mit denen hier draußen zu tun? Was hat das mit denen hier zu tun? Na, ist hier noch irgendwo einer, der festhängt? Nee, ne? Nee, die sind alle, die schweben da einfach alle nur rum. Und der da hinten sieht komisch aus. Naja. Was der hier macht, frage ich mich dann auch ein bisschen. So, ah ja. Ah, schau mal einer, guck. Komm weiter nach oben. Und lass mich raten, hier ist die Kiste. Chaos-Amulett. Erhöht den Wert gegen Fernkampfschaden. Das ist ganz angenehm. Na, Fernkampf ist, glaube ich, mal. Ist sehr nervig. So. Und nun geht's hier erstmal bergauf. Da ist es. Okay, ich habe es gefunden. Aber erstmal, Alter, ist das geil. Das ist wirklich geil. Hammer. Weiß nicht, wie ihr das findet. Also ich finde es auf jeden Fall, es sieht wirklich gut aus. Das sieht aus wie ein MG da, das da. Okay. Hast du nur noch hier runter irgendwie... ist immer schwerer als rauf. Hops. Hops. Und hops. Siehst du, war gar nicht so schwer, Ayumi. Ich schieß hier mal ein. Glaube nicht, dass das ein Tempel ist. Diese Dinger sehen aus wie ein Transportsystem für ihre Schiffe. Ja, das dachte ich auch. Ob man das irgendwie nutzen kann? Du kannst vielleicht durchchargen. Das wäre cool. So wie in Dead Space. Dead Space 3. Da gab es ja auch sowas. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich habe ein Let's Play davon.
Diese Tore transportieren dich direkt in einen fernen Bereich. Keine Angst, dir passiert nichts. Spring auf. Warum weißt du das eigentlich? Mal gucken, wie das ist. Yeah, geil. Ich kann leider nicht steuern, aber wir haben Flügel. Wieso haben wir Drachenflügel? Oh, ist super gut gemacht. Oh, sieht das gut aus. Ich hatte recht. Das ist das Transportsystem. Wow. Oh, jetzt kommen die freundlichen Herrschaften. Was tust du denn? Na, na, na. Wegbleiben. Zurück. Zurück, meine Herrschaften. Zurück, zurück, zurück. Du greifst hier nicht mit irgendwelchen komischen Attacken an. Wo kommt man da hin? Und Eis. Na, na, na. Huhuhu, da wäre ich ja fast runtergefallen. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter, jetzt bin ich bald runtergeklippt. Was ist das für ein Geräusch? Okay, es ist vorbei. Oh, das war knapp. Die Ätherwächter verwenden diese Bojen zur Navigation in der Luft. Du kannst mit ihnen in den Bereichen fliegen, die sie abdecken. Du erreichst ferne Inseln nur auf dem Luftweg, mit diesen Bojen. Vergiss nicht, du bist kein Vogel. Flieg also nicht zu weit. Wenn du über die Grenzen hinausfliegst, stürzt du ab. Ach du Schande. Noch ein neues Element? Geil. Bin gespannt, was jetzt kommt. Du kannst jetzt fliegen. Ich kann fliegen mit rechter Maus nach unten. Hä? Ich dachte, ich kann fliegen. Wow, ist ja toll. Ich fliege. Jetzt kommst du auf die ferngelegenen Inseln. Geil. Es gibt eine Transportlinie, die dich zu den Ätherdocks bringen kann. Sie ist gut geschützt. Unbefugte haben dort keinen Zutritt. Das wird sich ändern. Man kann unmöglich alles vorhersehen. Selbst so vorsichtige Kreaturen wie die Ätherwächter nicht. Sehr geil. Ich super cool. Ich konnte wieder nicht schlafen. Die Stimmen, ich höre sie immer zu. Es ist, als redete jemand, der direkt hinter mir steht. Vielleicht bin ich ja verrückt, aber manchmal sagen die Stimmen Dinge, die durchaus einen Sinn ergeben. Ob so etwas sein kann. Manchmal sagen sie mir, wohin ich gehen soll und wie ich dahin finde. Oder sie erzählen mir etwas noch, bevor es geschieht. Mir gefällt das eigentlich ganz gut, jedenfalls manchmal, aber eben nicht immer. Nachts ist es mir eher unangenehm. Ach, das kennen wir doch auch. Jemand, der die ganze Zeit mit uns redet? Was ist geil? Alter, ist das geil mit dem Fliegen. Und guck mal, das sind Drachenflügel. Das sind die gleichen Drachenflügel, wie sie unsere Begleiterin hat. Die ganze Zeit mit uns redet. Sehr geil. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie sich kurz ein wenig ausruhen mal hier hin? Guck mal, da kommt noch einer. Oh, der geht aber ab. Hallo, die Herrschaften. Huiuiuiuiui. Kann ich hier noch irgendwas? Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Das will ich noch nicht. Da ist noch was. Da sind noch zwei. Es geht einmal nach da. Es gibt drei Inseln, wo ich hin kann. Okay, gucken wir erstmal, was passiert, wenn ich mich... Ist hier hinten vielleicht noch was? Oh Gott, jetzt kann ich auch noch fliegen zum Erkunden.
Ist hier unten noch irgendwas? Nee, das sind nur diese Wurzeln aus Pflanzen oder irgendwas auch mal das sind. Geile Scheiße. Ach, das war das da drüben, ne? Oder? Naja, ich würde sagen, wir erkunden beim nächsten Mal weiter. Ich find's richtig cool, das Spiel wird immer besser, es kommen immer neue Elemente dazu, die das Spiel einfach immer nur noch besser machen. Fantastisch. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Kaninchen. Tschüss.